Hallo, ich möchte dir heute zeigen, wie man ein Hundespiel ganz leicht selber basteln kann. Dazu brauchst du einen Joghurtbecher, drei Klopapierrollen, eventuell, nicht unbedingt, nur wenn du sie gerade zur Hand hast, und eine kleine Nagelschere. Gut, dann fange ich mal an. So, jetzt schneidest du mit der Nagelschere, weil die ist so schön spitz, deshalb eignet die sich ganz gut, Löcher der Leckerli-Größe angepasst in den Joghurtbecher. Ich habe jetzt ganz kleine Leckerchen gewählt, deshalb dürfen die Löcher nicht zu groß ausfallen. Ups! Falls die Löcher zu groß ausfallen, kann man hinterher die mit Tesafilm wieder ein bisschen zukleben. Passt bei den Kanten auf, dass das nicht zu scharf für den Hund wird. Da kann man dann Tesafilm zum Beispiel draufkleben, damit der Hund sich hier nicht schneidet. Wenn die Löcher jetzt in den Joghurtbecher reingeschnitten hat, nimmt man die Klopapierrollen, stopft damit den Joghurtbecher aus, damit er etwas stabiler wird und die Leckerchen sich besser verteilen. Dann streut man die Leckerchen drüber, macht den Becher zu und los geht's! So, während Enjoy noch so schön das Spiel spielt, kann ich schon mal sagen, was du für das nächste Video benötigst. Und zwar brauchen wir Klopapierrollen wieder, Zeitungspapier und kleine Schachteln, alles mögliche, Eierkartons in der Art. Okay, bis dann. Tschüss.